Hallo alle, endlich ist es soweit, die nächste Schokowoche startet. Ich habe heute direkt ein mega leckeres Rezept zum Beginn meiner Schokowoche für euch. Wir machen eine Nuss-Nougat-Creme, passend eben zur Schokowoche. Und falls ihr euch jetzt aber gerade fragt, Moment, was ist die Schokowoche denn, erkläre ich euch einmal. Ich poste jedes Jahr um diese Jahreszeit, also so Ende Herbst, Anfang Winter, eine Woche voll Content, der sich rund um Schokolade dreht. Das sind Pralinen, das kann eben hier so ein Aufstrich sein, das kann irgendein anderes Konfekt sein. Wir haben auch schon mal ein Schokohaus gebaut oder wir haben Formen ausgegossen. Also alles rund ums Schokothema. Wenn du da Bock drauf hast, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, damit du davon keins mehr verpasst. Und falls du dir die anderen auch noch anschauen möchtest, die anderen Schokowochen, verlinke ich dir die da oben in der Infokarte. Das sind nämlich mittlerweile auch echt schon einige. Also wenn du Bock hast, zur Weihnachtszeit ein paar Pralinen zu verschenken, dann auf jeden Fall da vorbeischauen. Obwohl wir bis zum Ende der Woche auch noch die ein oder andere Praline machen. Ich würde sagen, wir starten direkt. Die Zutaten, die ihr hier seht, sind halt voll überschaubar. Ich habe 3, 4 Zutaten im Endeffekt. Das genaue Rezept dazu ist aber wie immer in der Infobox, nicht Infokarte, in der Infobox verlinkt. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, damit ihr eben die Grammangaben bekommt. Die Videoeinstellungen sind in der Schokowoche dieses Mal ein bisschen anders als von meinen letzten Videos, weil mein Kameramann leider nicht fit ist und ich deswegen alleine filmen muss. Deswegen ist meine Einstellung hier unten etwas anders, aber ich finde es auch ganz charmant. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Aber lasst mich doch mal wissen, wie ihr diese Variante hier findet. So, mein Rezept habe ich mir jetzt auch noch einmal neben mich gelegt, damit ich dann nichts durcheinander bringe. Und starte jetzt hier mit dem Backkakao, der bei mir ganz schön stückig ist und definitiv einmal gesiebt werden muss, weil die Stücke schon echt ziemlich hart sind und wir dadurch dann halt keine schöne geschmeidige Creme rausbekommen. Ich brauche ungefähr 20 Gramm und sieb mir die einmal hier in mein Gefäß. Achtet darauf, wenn ihr den Kakao benutzt, dass es auf jeden Fall Backkakao ist und kein Trinkkakao, weil der Trinkkakao eben gesüßt ist mit Zucker und irgendwelchen anderen Zusatzstoffen und das wollen wir definitiv nicht in unserer Creme haben, von daher bitte unbedingt den ungesüßten Backkakao benutzen. Der ist zwar was herb, aber das macht es eben besonders lecker und besonders schokoladig. Und die Süße kriegen wir gleich auch noch einmal durch unsere Kuvertüre. 20 Gramm Backkakao habe ich, jetzt folgt das Öl. Ich habe hier ein ganz bestimmtes Öl. Haselnussöl habe ich extra dafür gekauft, weil ich eben diese Haselnusscreme richtig schön nussig haben wollte. Das Ganze ist nicht unbedingt günstig. Also wenn ihr das Geld hierfür nicht ausgeben möchtet, was ich total verstehen kann, dann nehmt einfach ein anderes neutrales, flüssiges Öl und dann seid ihr soweit gut dabei. Damit meine Creme richtig schön geschmeidig wird, verrühre ich das jetzt einmal kurz vorab schon miteinander und gebe dann jetzt gleich die restlichen Zutaten dazu. Als nächstes folgt meine Nussbutter, mein Nussmus. Ich benutze jetzt hier einen Mandelmus, aber super würde natürlich auch Haselnussmus passen. Habe ich so gerade nicht gefunden und kann es aktuell leider auch nicht selber machen, wegen fehlender Geräte. Aber ja, ich benutze hier einen Mus, das auf jeden Fall super geschmacklich passt. Jetzt haben wir es. So. Das einmal verrühren und dann folgt jetzt gleich auch schon die Kuvertüre. Jetzt folgt eben die Kuvertüre, die habe ich hier in meinem Temperiergerät schon einmal komplett geschmolzen und auf Temperatur gebracht. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist oder wie vielen von euch das bewusst ist, aber wenn man mit Kuvertüre arbeitet, muss die auf eine bestimmte Verarbeitungstemperatur gebracht werden, die in meinem Fall bei Vollmilch so um die 31 Grad liegt. 31 Grad genau, ja, es müssen tatsächlich 31 Grad genau sein und nicht einfach nur Schokolade oder Kuvertüre in die Mikrowelle geben, kurz schmilzen und hoffen, dass es 31 Grad sind, sondern am besten sogar noch ein Thermometer mitnehmen und eigentlich funktioniert es sogar so, dass man Kuvertüre schmilzt, dass die so um die 45 Grad hat. Dann wird die
abgekühlt. In meinem Fall ist das jetzt hier in Form von festen Cullets, von diesen Schokodrops, die ich jetzt da reingetan habe. Die Cullets hier, die gebe ich dazu. Wie viele sind das? Habe ich das abgewogen? Nein, habe ich nicht. Das ist alles Bauchgefühl und Übungssache. Auf jeden Fall, die gebe ich jetzt dazu, damit die Temperatur runterregeln auf ja, so 25 Grad ungefähr. Und wenn das Ganze dann so stark abgekühlt ist, dann muss es sogar noch mal rauf auf Temperatur gebracht werden, auf dann eben 31 Grad. Das Ganze temperieren ist eine recht anspruchsvolle Sache, das kann ich auch nicht schönreden. Es braucht viel Übung, viel Geduld, viel Nerven und am besten auch hochwertige Produkte. In meinem Fall ist das jetzt hier eine Kuvertüre, die ich seit Jahren benutze, die ist von Callebaut. Ihr könnt aber auch super gut eine Kuvertüre von Valrhona zum Beispiel benutzen. Das sind beides sehr, sehr hochwertige Firmen. Die sind nicht günstig, aber die schmecken dafür auch fantastisch. Und was natürlich auch noch ein hochwertiges Produkt ist, ist das Temperiergerät, was ich hier benutze. Das ist von der Firma Stetter. Ich weiß nicht, ob man das hier lesen kann. Das ist von der Firma Stetter. Damit arbeite ich seit meiner Ausbildung. 10 Jahre. Nicht genau dieses Gerät, weil meins ist ganz schön abgenudelt gewesen. Das hier ist jetzt ein schönes, ein neues, damit das für euch ordentlich aussieht. Aber grundsätzlich das Temperiergerät von der Firma Stetter. Das ist super, super praktisch, weil ihr hier vorne halt diesen Temperaturregler habt. Und was ich halt gemacht habe, um das Temperieren einfacher zu machen, ist, dass ich gestern Abend hier einen Batzen Kuvertüre reingeschmissen habe. Das war auch nicht abgewogen, sondern einfach reingetan habe. Über Nacht habe ich das Ganze schmilzen lassen, eben auf 45 Grad, hier in der Mitte ungefähr. Und bevor ich das Video angefangen habe, vor einer Stunde ungefähr, habe ich meine Wanne hier rausgenommen, das Gerät runtergestellt auf unter 30 Grad, damit es ein bisschen abkühlen kann, weil diese Heizspiralen, die hier drin sind, die halten die Wärme natürlich relativ lange, was an sich super ist, wenn die gute Temperatur erreicht ist, die wir brauchen. Und damit das eben schneller runterkühlt von 45 auf kalt, nehme ich das gerne raus, habe jetzt noch Cullets dazu geschmissen, um eben auf die perfekte Temperatur zu kommen. Und jetzt muss ich mit ganz schön viel Geduld die ganzen Schokostückchen hier, sind ja wirklich einige, die muss ich jetzt rausrühren und erreiche dann aber hoffentlich diese 31 Grad, die ich hier vorne eingestellt habe. Ich kontrolliere das Ganze aber auch, weil es wirklich so wichtig ist, dass ihr diese Temperatur erreicht. Kontrolliere ich das Ganze aber auch nochmal mit einem mit einem Thermometer. Dieses Gerät hier könnt ihr aber auch super gut, wenn ihr jetzt nicht unbedingt so genau auf die Temperaturen achten müsst, könnt ihr das super gut für Candy Melts, also so Überzugsschokolade zum Beispiel benutzen oder da eventuell auch einfach nur ein Schokofondue draus machen, auch eine richtig nice Sache. Oder generell einfach andere Sachen drin warm halten, die ihr eventuell in der Küche warm halten möchtet. Das kann halt alles Mögliche sein, weil ihr könnt das Ganze bis 60 Grad stellen. Wenn ihr euch das Gerät hier mal anschauen möchtet, dann schaut auf jeden Fall in der Infobox. Da ist der Link zu dem Gerät, genauso wie zu meinen ganzen anderen Werkzeugen, wie zum Beispiel auch zu meiner schicken Gummilippe hier, mit einem Gutscheincode, der zeitlich limitiert ist. Genau jetzt lohnt es sich eigentlich am meisten, sich so ein Gerät zu gönnen, weil ich so noch nie einen Gutscheincode bekommen habe und gut, genug geschnackt. Ich rühre hier jetzt so lange, bis wir eben auf 31 Grad kommen und diese Stücke, die hier drin sind, bis die sich gelöst haben. Kann das dauern. Meine Schoko-Kuvertüre-Temperatur ist erreicht. Richtig gut. Es sind soweit auch alle Stücke rausgerührt, so wie das sein muss. Hier schwimmt nur irgendwo ein ganz großes Stück drin. Ich kriege das nicht raus. Ich versuche drumherum zu löffeln gleich. Wir legen es einfach mal drauf an. Ich brauche jetzt von meiner temperierten Kuvertüre hier eben noch ein bisschen was in meine bereits angemachte Masse. Und dann ist unsere Creme aber eigentlich schon fertig. Also super einfach, wie versprochen. Was auch noch dazu kommt gleich, ist eine Prise Salz. Die ist so ein bisschen optional, aber ihr wisst ja, bei süßen Sachen gehört die bei mir auf jeden Fall immer dazu. Deswegen schöne kleine. Und dann kommt die Kuvi. Genau, hier ist an. Ich versuche jetzt mal nicht allzu viel zu sudeln.
Da haben wir es. Cool. So. Noch einmal einrühren. Und dann ist unser Nutella im Endeffekt schon fertig. Mega nice. Und kann abgefüllt werden. Ich packe das jetzt hier eben einfach nur in so Weggläser. Guckt mal, was ihr da habt. Oder wie groß die Gläser eventuell auch sind, die ihr verschenken möchtet. Wie viel da rauskommt, ist jetzt natürlich eine relativ kleine Menge. Ihr könnt das Rezept selbstverständlich aufstocken. Aber ja, bei mir kam jetzt gerade so viel raus. Ich gucke jetzt gleich auch mal, wie viel das ungefähr ist. So, let's go. Lasst uns mal kurz über die Haltbarkeit sprechen, weil ich da bestimmt nachgefragt werde. Diese Creme ist so lange haltbar, wie die Zutaten ihr Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Also guckt einfach mal, wie lang oder wie wenig lang eure Zutaten haltbar sind. Das heißt, wenn da steht jetzt, okay, mein Haselnussöl ist noch bis nächste Woche haltbar, dann ist die Creme natürlich nur bis nächste Woche haltbar. Aber wenn ihr Zutaten habt, die noch lange haltbar sind, dann orientiert ihr euch eben daran. Ich werde meine Creme nicht in den Kühlschrank tun, damit die auch schön geschmeidig bleibt. Könntet ihr aber trotzdem machen, dann wird die aber halt fest. Könnt ihr euch ja vorstellen, Schokolade im Kühlschrank wird halt fest. So, ich fülle das hier ab und entlasse mich an dieser Stelle aber auch schon mal aus dem Video. Ich freue mich mega auf eure Kommentare zum ersten Schokowoche-Video und freue mich, wenn wir uns dann morgen zum nächsten wiedersehen. Macht's gut!